Ich bin euer RipBrother D und ich werde euch heute zeigen, wie man zum Aimbot wird. Hier sieht man schon, das ist ungefähr der Einschusswinkel, wo es normalerweise hingeht für die Kugel. Hier haben wir den blauen Bereich, also ungefähr die Sprayzone von der AUG. Das ist ungefähr ein 55-Grad-Winkel. Und hier sieht man sehr schön, wie ich dann das Ganze abrechne. Da klappt auch ganz gerne mal ein Weitschuss, natürlich auch mit Heli. Und hier haben wir eine schöne Slow Motion. Hier sehen wir, wie der Schuss eigentlich, wo man denkt, geradeaus fliegen müsste, aber einen Winkel fliegt, nämlich genau wieder ins Fadenkreuz rein. Und jetzt werdet ihr auch ganz schön zu sehen kriegen, es ist im Endeffekt ein Dreieck, was geflogen wird. So, und hier sieht man es auch sehr schön an diesem Schuss. Ihr solltet beachten, dass ihr immer kurze Salben nimmt, denn die klappen besser, als wenn man nur am Sprayen ist, und dadurch geht der Headshot besser von der Hand. So, hier haben wir es aus der kurzen Distanz, mittlere Distanz oder halt unterschiedlichen Höhen und der Weitdistanz. Alles ist einfach zu verinnerlichen. Das Ganze läuft über den Hardcore-Modus, wodurch ihr A schön üben könnt und B, ihr euch gut daran aufwärmen könnt. Im Endeffekt ist das Ganze dadurch einfach viel besser zu machen, und weil es so schön ist, hier nochmal einen schönen Troll mit der Handgranate. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Probiert es selber aus. Viel Spaß.